Ja, danke schön erstmal. Ich freue mich auch, dass ich den Vortrag hier halten kann. Das hat als so ein hobbyartiges Projekt gestartet für ein Seminar. Und ja, ich fange jetzt mal an. Religion und Computerspielen. Was ist darüber zu sagen? Erstmal, es gibt auf jeden Fall unglaublich viele Computerspiele, die was mit Religion zu tun haben. Deswegen, und weil wir begrenzt Zeit haben, habe ich halt heute eine kleine Auswahl getroffen. Da wären dann halt einmal Zelda, Final Fantasy X, Skyrim, Dead Space, dann noch solche Spiele wie Grim Fandango, Medieval, Devil May Cry, Gothic, God of War und Fable 2. Einfach um eine bunte Auswahl zu haben. Und wenn wir jetzt hier mit Zelda anfangen, kommt erstmal ein kleines Video. Genau, das wäre es dann jetzt auf jeden Fall erstmal dazu. Und wie wir gesehen haben, es gibt dann diese drei Göttinnen. Das wären dann halt einmal Din, die Göttin der Kraft, Nairu und Farore. Nairu, die Göttin der Weisheit, Farore, die Göttin des Mutes. Das Triforce, von denen erschaffen halt als Relikt der Dreieinigkeit dieser Göttin. Vielleicht auch, hatte ich mir gedacht, als Verweis auf die Dreifaltigkeit aus dem Christentum. Muss aber nicht unbedingt sein. Dann Din, die Göttin der Kraft, formte die Welt. Farore, die Göttin des Mutes, füllte sie mit allem Leben. Und Nairu, die Göttin der Weisheit, gab den Lebewesen, die Farore schuf halt, die Weisheit, also die Vernunft. Hierzu auch nochmal ein kleines Bildchen. Dann, ja. Und weiter geht's dann mit der Tatsache, dass die Völker, wie zum Beispiel die Goronen, die Dekus und auch die Zoras, noch unterschiedliche Götter haben, die jedoch alle noch dem Dreigötterkult unterliegen. Und dann im neuen Teil von Zelda, welcher jetzt halt auch noch auf der vorletzten Gamescom vorgestellt wurde, Zelda Skyward Sword, geht es dann halt vor allen Dingen auch noch um Hylia, als die Göttin, die das Triforce von den drei anderen Göttinnen erhalten hat und sich darum kümmern sollte, um halt eben zu verhindern, dass irgendeine böse Kraft dieses Triforce bekommen kann. Musste jedoch dann menschlich werden, um mit Link, dem auserwählten Helden, gegen das Böse, den Todbringer, der dann halt später als Gandalf definiert wird, zu kämpfen. Ja, und die Reinkarnation gibt es dann halt auch, die Reinkarnation wären dann halt eben Zelda als die Göttin Hylia, die einen Teil des Triforce bekommt für die Weisheit. Link bekommt halt einen Teil, der den Mut repräsentiert. Und Gen ist halt einfach brutal und böse und bekommt das Triforce der Kraft.
Ja. Dann kommen wir zum nächsten. Das wären dann erstmal die Tempel, die verschiedenen. Da hätten wir einmal den Tempel des Lichts in Ocarina of Time, dann den Feuertempel, den Waldtempel, den Wassertempel, den Schattentempel und den Geistertempel. Diese verschiedenen Tempel sorgen dann halt eben dafür, dass man verschiedene Prüfungen ablegen muss, damit man dann halt eben auch der Auserwählte wird. Das heißt, es wird einem nicht so in die Wiege gelegt, sondern man muss halt auf jeden Fall dafür etwas tun. Wäre dann halt eben auch so eine Art Pilgerreise, könnte man es fast nennen. Aber da auf jeden Fall eher, um das Böse zu besiegen. Dann zum nächsten Teil von Zelda, und zwar Zelda Majora's Mask. Dazu habe ich mal eine kleine Theorie mit reingenommen, und zwar die Theorie, ob Link eigentlich tot ist. Die ist nämlich mal aufgetaucht und die begründet sich auf den Elisabeth Kübler-Ross-Effekt. Das wäre einfach mal das Nicht-Wahrhaben wollen und die Isolierung. Einmal Denial, dann Zorn, Anger, Verhandeln, Bargaining und Depression sowie Akzeptanz. Die kriegt man auch im Spielverlauf mit. Das wären dann halt einmal in der Clock Town Denial, weil der riesige Mond auf das Land hinabstürzt und man in dieser Zeitschlaufe gefangen ist und alle Leute, die diesen riesigen Mond halt auf das Land zusteuern sehen, trotzdem weiter an ihrem Fest bauen in der gesamten Stadt. Das heißt, die Bauarbeiter lachen jeden aus, der dann halt irgendwie da steht und sagt, okay, der Mond fällt uns auf den Kopf, was sollen wir dagegen tun? Und bauen da fröhlich weiter. Dann gibt es noch ja, das Gebiet, welches den Zorn repräsentiert, das wäre dann halt eben der Deku-Palast, weil der König einen kleinen Affen eingesperrt hat und an dem den Zorn auslässt, dass seine Tochter weg ist. Dann verhandeln, das Bargaining, das wäre dann halt eben im Goron-Schrein, wo man die Goron-Maske bekommt. Da ist nämlich ein verstorbener Krieger, der einen darum bittet, doch noch sein Volk zu retten zu können, ein letztes Mal. Dann haben wir die Depression, das wäre dann halt bei den Zoras, weil da eine Zora-Frau ihre Eier verloren hat und dementsprechend einfach nur noch da steht, stumm und starr auf das Wasser hinausblickt. In Ikana Valley haben wir die Akzeptanz, weil da alles voller Toten ist und ja, man da mit dem Tod direkt konfrontiert wird und es halt auch annehmen muss, dass man dann halt ja auch Entschuldigung, dass man dann halt eben auch gestorben ist. Dann, wenn man das akzeptiert hat, kommt man zu den Stone Towers, da hat man dann die Erleuchtung. Weil man diesen gesamten Turm halt hochklettern muss und oben am Ende bekommt man dann halt als Erleuchtung diese Lichtpfeile, die dann halt dafür stehen. Aber da habe ich auch noch mal ein Video mitgebracht. Ja? Ich habe das Spiel jetzt nicht gespielt. Ja, Entschuldigung. Also das ist, der läuft ja schon linear diesen danach. Diesen Weg Das ab, ist ein genau. lineares Spielverlauf und das sind die Stationen, wie man das so abläuft. Genau, das sind die Stationen, die man dann halt eben abläuft und auch durchläuft. Auch in der Reihenfolge. Auch in Das ist der zwangsläufig in Reihenfolge. der Genau, Reihenfolge. es ist zwangsläufig in der Reihenfolge. Deswegen ist diese Theorie auch, denke ich mal, überhaupt aufgekommen nochmal extra. Ja. Dann hat jemand das nochmal ein bisschen besser erklärt, ist aber in Englisch. Wheel of Gaming, turn, turn, turn. Tell me the fanbase, I should burn. Oh, jeez. Hello, Internet. Welcome to Game Theory, the show that unwittingly manages to offend a new subset of diehard video game fans on a regular basis. Speaking of which, that's why today we're talking about the absolutely absurd physics of Zelda's hook. But yeah, that's Majora's Mask. What It's definitely one of the was darkest Zelda that? games out there, and I love it. Anyway, I'm Peanut Butter Gamer, and I'll see you guys.
Excuse me, Mr. Butter Gamer, you appear to be on the wrong channel. Huh. How'd that happen? YouTube glitch. Oh, YouTube glitch. While we're on the subject, can we talk about how videos don't reach subscribers? Or comments requiring Google Plus. So, since you're here, you mentioned Majora's Mask? Yeah, I just finished it again. It's simply one of my favorite Zelda games. It's so dark and creepy. Right? Like, who would think that Nintendo would actually release a game about Link dying? Wait, say that again? Well, it's just a theory. Oh, a game! Slow down there, peanut butter jelly time. Let's not jump the gun here. Have you heard about the Majora's Mask grief theory? Well, that sounds kind of familiar, but why don't you go ahead and fill me in just in case? Well, basically there are 5 major realms in the game, right? Yeah, there's Clock Town, Woodfall, Snowhead, Akana Valley, and Great Bay, not in that order. So, each area... Wait, let me get this out. Wait here. Ugh. Give us some room to breathe. As I was saying, each area in the game features some aspect of loss, right? But the way the game's NPCs handle these losses differ from one location to the next. In fact, how the characters handle their personal losses and the order in which you confront them perfectly match up with what's known as the Kubler-Ross model of grief, which basically says that when someone is confronted with death, they go through 5 very distinct emotional phases: denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. DABDA for short. Link's adventure starts in Clock Town, where all the people are in denial. Notice how, even though there's a moon that's going to crash into the world, killing everyone in 3 days, no one seems to care. In fact, they're planning a carnival. Take a quick peek into the mayor's office and you see Muto the Carpenter calling anyone who's scared a coward, saying that the falling moon is just a groundless theory. A game theory. Nope. Still not yet. Appreciate the enthusiasm, though. But still no. Still not yet. Oh, and there's the Swordmaster, who even says he's gonna slice the moon into pieces. Not the most effective strategy. A perfect example of denial, or stage 1 of the Kubler-Ross model. Then there's the Deku Palace in Woodfall. Here, the princess has gone missing. And how does the Deku King respond? Obviously by raging against a monkey. Man, monkey abuse just seems to be a thing around here lately. Anyway, he jumps to the conclusion that this monkey is the culprit and must die as a punishment. The thing is, the monkey's innocent. The Deku King is just angry, lashing out at anything and anyone because he doesn't know what else to do. And thus we see the second stage of grief manifested. You mad, bro? Yes. Yes, he is. Stage 3, I got this. Snowhead features the Gorons, a tribe who just lost their leader, Darmani. When you meet his ghost, he begs Link to use his magic to bring him back to life. He's bargaining. Darmani is actively trying to make a deal to prolong his life just a little longer, thinking that Link can provide some backdoor solution to the inevitability of his death. And when those bargains fail, you get depressed. Stage 4. This is when a person realizes that there's no escape and that there's nothing that they can do, so they instead retreat inward, disconnecting from the world. And it's at the Great Bay that Link meets Lulu, Azora who's lost her eggs. She's a mother who's lost her children, and to cope, she just stands there, staring out into the distance, silent. And finally, Link makes his way to Icona Valley, a valley filled with death, sure, but also a place of acceptance. First, you have Sharp, one of 2 composer brothers who you help come to terms with his mistreatment of his sibling. But also, more symbolically, you have the Stone Tower Temple, which has you climbing upwards towards the heavens and obtaining enlightenment, here illustrated by the item of the dungeon being the light arrow. Link has journeyed through the Valley of Death, passed through the other 4 stages, and here he ascends into acceptance. There's even the Goromaster, a creature that is described as emptiness cloaked in darkness. If this game is all about overcoming grief, fighting this guy is a pretty literal interpretation. He even commits suicide once you defeat him, an enemy who refuses to accept death on anyone's terms but his own. Ja, das unterbreche ich einmal kurz, weil es geht noch auf jeden Fall sehr viel weiter. Sie sprechen noch viele Punkte an, um halt eben diese Theorie zu belegen. Ich wollte aber nur auf die 5 Aspekte halt eingehen, erstmal. Ja, und das wäre es dann halt eben auch zu dieser Theorie. Dann kommen wir jetzt weiter zu Final Fantasy, wenn das Video startet.
dann frage ich gerade dazwischen nochmal. Ja. Gibt es Aussagen von den Machern dazu? Weil also das, ich würde das sogar so weit gehen, sagen, dass das intendiert ist. Ich habe dazu nichts gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen. Aber so wie sich das für mich angehört hatte und auch ausgesehen hatte, wäre es einfach sehr logisch, dass sie sich das so auch dabei gedacht haben. What's his sending? Genau, einmal kurz zur Erklärung. Wir wären jetzt dann halt eben jetzt bei Final Fantasy X. Warum auch immer das gerade nochmal starten möchte. Wunderbar. Wir wären jetzt bei Final Fantasy X. Gegenwärtig ist das eine Welt namens Vera, in der ein großes böses Monster alle Städte zerstört, namens Sin. Diese Stadt hier wurde gerade zerstört. Unser Held, der Blonde da, namens Tidus, kommt gerade an, hat angeblich einfach alle Erinnerungen verloren aufgrund des Giftes von Sin. Und ja, ich habe mir diese Szene ausgesucht, weil es jetzt dann halt ganz gut erklärt, wie in dieser Welt mit Tod umgegangen wird und was mit den Seelen passiert. Sin so wie Sünde? Sin so wie Sünde, genau. Auch geschrieben und da gehe ich auch nochmal drauf ein. What's his sending? Are we going somewhere? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? The dead need guidance. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on and resent those still alive. You see, they envy the living. And in time, that envy turns to anger, even hate. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Sad, isn't it? The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this?
so, das wäre dann halt jetzt sozusagen das Begräbnis, was da stattfindet. Das, was wir gesehen haben, war jetzt halt eben der Summoner oder auch das Medium zu Deutsch, welches dann halt eben die Seelen auf die andere Seite geschickt hat. Das heißt, die Guten haben auch nicht wirklich Gräber, sondern die Seelen kommen an einen anderen Ort. Hierbei, vergleichsweise, einfach nur um das nochmal darzustellen, Juna ist sowas wie der Messias im Christentum. Wenn man dann halt noch darauf eingeht, dass sie übers Wasser gehen kann und auch sonst weiter sich sehr viele Parallelen da finden. Nämlich muss das Medium eine Reise veranstalten mit seinen, mit seiner Anhängerschaft, mit seinem Gefolge zu Xanarkand. In Xanarkand wird, ja? Eine Frage. Hat das Medium auch so eine Position, dass es wirklich das einzige Medium zu einem gewissen Zeitpunkt ist? Oder gibt es mehrere Medien, die an unterschiedlichen Stellen? Es gibt mehrere Medien. Okay. Das ist dann halt das, wo es nicht mehr gleich ist. Aber von der Aufopferung her wäre es natürlich dasselbe. Das Lustige ist in der Geschichte, dass es sich auch immer wiederholt. Das Medium muss nämlich halt Sin besiegen. Dadurch stirbt es selber. Und was keiner weiß, das erfährt man halt erst später, durch diese hohe Beschwörung, die man in Xanarkand bekommt, stirbt auch einer von der Leibwache, von den Gefolgsleuten, was dann derjenige ist, der halt wirklich der beste Freund oder auch der Partner ist. Dann herrscht für 10 Jahre circa Ruhe und dann kommt Sin wieder. Das heißt, das ist immer wieder ein Kreislauf und es machen sich deswegen auch mehrere Medien dann halt auf den Weg, um diese Tempel zu besuchen, um stärker zu werden, um die Pilgerreise nach Xanarkand anzutreten. Die Seelen werden dann tatsächlich nach Guadusalam geschickt, ins Abyssum. Dazu habe ich auch noch mal ein kleines Video, weil es schön ist. Hey Freunde! Oh. Da möchte ich einmal den Ton ausmachen. Und am liebsten... Einen Moment. Vorspulen, wenn das geht. Der gute Herr reicht dann nämlich jetzt gerade hin. Einen Moment. Ja, leider zeigt das jetzt nur gerade so an und wir müssen das jetzt durchhalten, außer ich tabbe einfach mal raus, weil das wird ansonsten etwas zu lang. Dann sagen wir es, wenn das jetzt klappen sollte, einfach mal so. Aber nein. Gut, dann überspringen wir den Part einfach, weil es dauert sehr lange, bis der gute Herr dann da ist. Jedenfalls werden die Seelen dann halt eben zu diesem Abyssum geschickt. Und das Abyssum ist dann halt voll von diesen Seelen. Man kann dann auch die Toten dort besuchen. Die stehen dann vor allem. Man kann sie sozusagen wie bei einem Grab finden und mit ihnen kommunizieren sogar. Also man hat die Bilder dann tatsächlich vor sich. Dann einen Moment. Das wäre zu weit. So, dann zu diesen Seelen. Das sind dann halt die Illumina. Die entstehen, wenn jemand stirbt. Mit einem Sending, wie schon am Anfang besprochen wurde, landen sie dann halt im Abyssum, im Guadusalam. Und ohne werden sie halt zu Monstern, die dann halt eben Spira heimsuchen und dann bekämpft werden müssen. Ja, die Bestia sind dann halt eben auch die Seelen von Menschen in diesen Tempeln, die sich halt in Stein eingeschlossen haben oder einschließen lassen haben, die dort zur Beschwörung halt freigegeben sind. Das heißt, die Bestia sind die erträumten Wesen dieser Menschen, die in diesen Tempeln stehen. Dann hätten wir hier zum Beispiel später, kommt man dann nämlich beim Spiel zu Sin. Man muss Sin natürlich besiegen.
man erfährt dann auch tatsächlich, das sind eben eigentlich der Vater von Tidus, dem Hauptcharakter ist, weil er ja bei der Leibgarde vom vorherigen Medium war. Und derjenige aus der Leibgarde, der dann halt eben für diese hohe Beschwörung stirbt, wird zu Sin später wieder. Das heißt, deswegen wiederholt sich auch dieser gesamte Kreislauf. Und dieses kleine Viech da in der Mitte, das ist Yu Yevon. Und Yu Yevon wird von der Yevon-Kirche auch angebetet, der alle Media unterliegen. Diese Kirche selber hat die ganzen Maschinen als verboten deklariert, weil es halt dadurch dazu kam, dass Sin auf die Welt kam, nämlich die Sünde. Lustige Sache hierbei ist natürlich, dass der Gott selbst, Yu Yevon, der von dem Orden angebetet wird, natürlich im Innern von Sin auf einen wartet, der Orden selber auch die ganze Zeit Maschinen benutzt und eigentlich dieses Machtmonopol dann hat. Und ja, nur als Größenvergleich dann, das kleine Viech ist in diesem großen Dings drin. Ja, welches man dann am Ende bekämpft und dann leider kein Happy End ist, aber wer das Spiel durchspielen möchte, ich verrate da nicht noch mehr. Ja, wie man natürlich merkt, treten da viele Sachen aus dem Christentum auf, einige Sachen auch aus dem Buddhismus, weil die Bestia dann auch teilweise Namen aus dem Hinduismus, Buddhismus haben. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Ja? Ich finde auch recht interessant den Erlösungsaspekt hier in dem Anfangsvideo, wo die Juna, genau, die Toten irgendwie auf den tanzt und damit deren Seele befreit und ins Erlösung rüberbringt, genau. Das, ich finde das nämlich auch als eine sehr schöne Darstellung von Tod, dass man halt eben dann da auch nochmal die Toten besuchen kann und so weiter und so fort. Und nehme ich jetzt einfach mal vorweg, einer der Begleiter, mit dem man da rumgeht, ist eigentlich die ganze Zeit auch nichts anderes als schon diese verstorbene Seele, die einfach nur noch nicht rübergeschickt worden ist, weswegen er dann halt eben das Abyssum auch nicht besuchen kann, weil er sonst da landen würde. Und er seine Aufgabe nicht erfüllt hat, weiterzuhelfen. Gut, gehen wir jetzt zu Elder Scrolls über. Falls keine Fragen mehr sind, es ist übrigens erlaubt, jederzeit die Hand zu heben, zwischendrin Rufe zu machen oder Fragen zu stellen. Warum hast du die Chance vertan, bei dir den Wiedergeburt von dem Medium oder so Circle of Life einzuspielen? Es tut mir leid. Das hätte ich natürlich machen können. Es wird für das nächste Mal, falls ich das nochmal irgendwann halten sollte, irgendwo bedacht. Dankeschön. Ja, zu den Elder Scrolls. Es gibt auf jeden Fall drei Welten. Einmal Mundus, das ist die Welt der Existenz von Menschen, Elfen und so weiter. Und dann Aetherius, das ist die Welt der Götter und die Heimat der Magie. Und dann Oblivion, da wohnen die Dedra und das ist unterteilt in die Ebenen der 17 Dedra-Fürsten. Die Götter sind tendenziell eher gut, treten persönlich nie in Erscheinung in Mundus. Und es gibt 9 Hauptgötter, welche je einem Aspekt zugeteilt wird. Urvater Akatosh, Gott der Zeit, Stendar, Gott der Gerechtigkeit, Kinareth, Göttin des Himmels und der Winde, Mara, Göttin der Liebe, Zenita, Gott des Reichtums, Handels und des Gedankenaustauschs, Julianos, Gott der Weisheit und der Logik, Arkai, Gott des Lebens und des Todes, Talos oder Tiber Septim auch, Schutzgott des Kaiserreichs, der dann halt nach der Gründung des Kaiserreichs zum Gott aufstieg, wo es natürlich einige Leute gibt, die dagegen sind. Zum geschichtlichen Teil hier wäre es dann halt, dass die Talmor gegen Titus Merde gekämpft haben, gegen den Türkönig, um halt klarzustellen, dass es keine 9 Götter sind, sondern 8 Götter. Und Titus Merde fand das halt nicht so gut und hat gesagt, nein, es gibt 9 Götter, Talos ist ein Gott. Dadurch herrschten dann 4 Jahre Krieg. Dann nach diesem Krieg gab es das Weißgold-Kongregat, was zur Auflösung des Klingenordens, der halt eben vertreten hat, dass Tiber Septim ein Gott ist, und zum Verbot der Anbetung von Tiber Septim geführt hat. Das spielt dann halt auch später in Skyrim halt eine Rolle, wenn man dann halt mit den Sturmmänteln zusammen rebelliert,
weil die eher dafür sind, dass Tiber Septim auch ein Gott ist. Genau, dann gehen wir weiter. Die Daedra-Moral hingegen reicht von neutral bis böse. Die treten halt auch im Mundus in Erscheinung und da gibt es dann halt 17. Das wäre dann einmal die Auswahl zwischen, habe ich einfach mal ein paar reingenommen, Merunes Dragon, der Daedra-Prinz der Zerstörung, Revolution und der Naturkatastrophen. Dann Sheogorath, den man natürlich auch begegnet, und die andere Seite von ihm, Jigalak. Das ist der Daedra-Prinz des Wahnsinns und der Ordnung. Der hat eine gespaltene Persönlichkeit, was dann halt auch wieder zum Vorschein tritt, wo man eine Quest dann natürlich mitmachen muss. Hermaeus Mora, Daedra-Prinz des Wissens, Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Und Clavius Weil, Daedra-Prinz der Wünsche. Nocturnal, die Daedra-Prinzessin der Nacht, Finsternis, Schutzpatron der Liebe. Weil in der Nacht ist es natürlich besser. Hallöchen. Bythia, Daedra-Prinz der Täuschung und des Verrats. Ja, Daedra und Götter werden halt beide angebetet in dieser Welt. Die Daedra reagieren halt eher als die Götter. Wenn man jetzt hier Sheogorath oder Clavius Weil, der Daedra der Wünsche, dann halt als Beispiel nimmt. Die Verstorbenen in Elder Scrolls landen dann halt in Aetherius, in Sohngard, was skandinavisch für Sohn Schlaf und Gard für begrenzter Platz, also Ort der Ruhe oder Ort des Schlafes, steht, was vergleichbar ist mit Valhalla. Die Toten können halt auch in Oblivion landen, durch Verträge, Pakte oder sonstiges mit Daedra-Fürsten. Ja. Dazu weitere Fragen? Nein? Ja? Assoziiere jetzt gerade so eine griechische Götterwelt. Also man hat oben so die richtigen Götter und dann hat man so die Halbgötter, die mit den Menschen auch wiederum interagieren, die auf der Welt sind, und die Götter selbst sind auch nicht auf der Welt. Also die Titanen, quasi diese Daedra-Fürsten. Könnte man dann noch mit reinnehmen, genau, wegen der Unterwelt, dass es dann halt auch noch eher den Hades entspricht und dann natürlich die nordische Mythologie dann halt, die nochmal in Skyrim ganz stark zum Vorschein kommt, mit den verschiedenen Gottheiten und dann eben Zongard. Zwischenfrage als Nicht-Gamer: Was ist denn die Beziehung jetzt zwischen den Spielen Elder Scrolls und Skyrim? Ist das dasselbe Universum? Das ist dasselbe Universum, genau. Das ist dann halt der Nachfolger davon. Elder Scrolls ist das, was das alles so zusammenfasst. Okay. Genau. Der Vorgänger davon wäre dann halt Elder Scrolls Oblivion. Okay. Genau. Genau. Okay. Dann machen wir mal weiter. Da das uns auch jetzt zu lange dauern wird. Gehen wir einmal kurz raus. Ja. Ich habe viele verschiedene Desktop-Hintergründe. Bitte nicht wundern. Weil das ansonsten auch wieder zu lange dauert. Haben wir. Ich frage mich nur gerade, ob das jetzt eine Erweiterung ist oder. Ja, wunderbar. Herrlich. Dann kriegen wir das bestimmt so hin. Dann mache ich nämlich jetzt eine Überleitung zu Dead Space. Da möchte ich auch wieder mit einem Video anfangen, um einfach mal zu zeigen, wie es in dem Spiel eingebaut ist, dass man halt auch noch eine Sekte mit einbaut in ein Horrorspiel, die sich dann halt eben um den Marker dreht und die auch eigene Bildschirme hat und wo man sich das halt alles auch nochmal angucken kann. Müssten wir ein bisschen vorspulen? Genau. Hier wäre halt der Beginn. Der gute Herr geht nämlich jetzt da rein. Steht auf den Brüchen. Kriegs, Kriegs. Yeah.
und offenbart sich meinen Plan, der die Menschheit vereinen und in eine strahlende neue Zukunft führen sollte. Gut, Leute, ich werde mir das jetzt aber trotzdem anhören. Mich interessiert das. Falls euch das Ganze nicht interessiert, könnt ihr gerne kurz vorspulen oder was auch immer. Aber. Church of Unitology, genau. Ortmans Anhänger beweisen seinen Tod, fassen aber göttlichen Trost in seiner Botschaft der Einheit. Sie wollten nicht zulassen, dass die Wahrheit zum Schweigen gebracht wurde und verwenden lassen die Church of Unitology, um seine Lehren in die Welt hinauszutragen. Heute ist die Church of Unitology überall im erforschten Universum anzutreffen. Ihre Botschaft ist heute so stark und wichtig, wie sie schon zu Ortmans Zeiten war. Milliarden Gläubige finden sich in allen sozialen, ökonomischen und kulturellen Gruppen und jeden Tag werden es mehr. Die Church of Unitology auf der Titan-Station wurde von einer kleinen Gruppe gläubiger Mitarbeiter gegründet und hat sich zu einer Anlaufstelle für alle jene entwickelt, ihren Glauben praktizieren und die Lehren verraten wollen. Sie kann sich mit einer der größten und schönsten Kirchen im Sonnensystem rühmen und richtet oftmals das alljährliche Unitology Enigma-Symposium aus. Auch nicht schlecht. Während wir auf die göttliche Konvergenz warten, ist es wichtig, unsere Beziehung zur Marker weiter zu fördern und die Zukunft zu verstehen, die uns bringen wird. Der Marker appelliert an uns alle. Es ist unsere Pflicht, mit einem offenen Herzen und Verstand zu begegnen. Gut, also alles irre. Ja, das ist wunderbar. Es sind alles irre, hat er gesagt. Weiterhin. Das ist wirklich eine gesamte Geschichte, die natürlich an eine andere bekannte Sekte angelehnt ist, und zwar an die Scientology-Sekte. Es finden sich sehr, sehr viele Parallelen dazu. Alleine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Altman gestorben ist, der Führer von Scientology ist auch gestorben. Danach hatte sich das halt erstmal ein bisschen verstreut. Und dann ist nochmal jemand aufgetreten, der das nochmal mit einer neuen Auflage sozusagen angeleiert hat, um das dann halt auch eben wirklich weit zu verbreiten. Das wäre dann nämlich der gute Ron Hubbard, der gestorben ist, 1986, und dann von David Miscavige abgelöst worden ist. Ja, Scientology, weiß jeder, wie es da abläuft oder nicht? So ungefähr? Okay. Was da an Vergleichen zu starten ist, ist auf jeden Fall, dass bei Scientology geht es noch mit Auditing weiter, im Gegensatz zu Dead Space, wo es mit der Konvergenz zu tun hat, dass man die nächste Bewusstseinsstufe annimmt. Das ist auch so eine kleine Art von Mockery da drauf, weil die Konvergenz in Dead Space bedeutet halt nach dem Tod. Man stirbt und dann irgendwann wird man wieder auferstehen als neuer Mensch und zwar geeint mit allen anderen Anhängern. Ja, wenn wir das dann nochmal eben bei der Folie zeigen. Die ja einmal da unten ist. So. Haben wir das nämlich hier. Da haben wir einmal Scientology, die Seite. Wenn man da drauf geht, wird man direkt bombardiert mit einem wunderbaren Video von gemeinsam gegen Drogen und gegen das Schlimme in der Welt. Und ja, das Poster ist aus Dead Space. Lässt sich eine kleine Parallele finden und geht halt dementsprechend auch weiter darauf ein. Natürlich nur, dass Scientology keinen Marker hat, sondern dass die Herrschaften da alles eigentlich mit Geld aufwiegen. Und
Ja, bei Dead Space ist das natürlich eine Religionsgemeinschaft, die daraus entstanden, beziehungsweise Glaubensgemeinschaft, die daraus entstanden ist, dass es eigentlich ein Virus ist, der von dem Marker ausgelöst wird, der die Leute durch diese Konvergenz halt eben in Necromorphs verwandelt, sogenannte Zombies, die dann halt herumlaufen und lebende Menschen töten. Dazu auch nochmal der Vergleich. Links Scientology-Bücher, rechts Unitology-Bücher. Ich finde, da haben die sich richtig viel Mühe gegeben. Und noch ein lustiges Bildchen, was ich gefunden habe. Komm schon. Hier. Das ist übrigens Isaac vom Körper her. Und der Kopf ist natürlich ein sehr bekannter Scientology-Anhänger, Tom Cruise. Ja. Weiterhin ist der Marker eben die Existenz, die die Menschheit unter eins macht im Prozess der Konvergenz. Ja, sie erwachen dann halt unter gemeinsamem Bewusstsein, beziehungsweise, dass sie ein gemeinsames Bewusstsein haben, Entschuldigung. Und ja, sie begehen dann auch Massensuizide, sobald Necromorphs irgendwo auftauchen, weil es natürlich dann ein Zeichen dafür ist, dass der Marker sie ruft und möchte, dass sie die Konvergenz antreten. Die Konvergenz selber ist aber in dem Spiel folgendes, und zwar wird dann der Marker in den Himmel, steigt er dann auf, zieht alle Necromorphs, alle Körper an sich, es entsteht ein Blutmond, der dann halt eben nochmal die Auslöschung allen Lebens auf diesem Planeten unterstützt und auch mit anderen Markern auf anderen Planeten dann halt kommuniziert. Ja, dazu nochmal hier ein kleiner niedlicher Comic mit einer lapidaren Übersetzung. Wir sind Unitologen und dieser Marker wird uns vereinen und zu eins machen und uns neues Leben geben. Und Spielercharakter sagt halt, bekommt ihr die Doppeldeutung überhaupt noch mit, Leute? Seht ihr diese aus toten Leuten vereinten Monster-Aliens? Ach, ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Religion nicht von Monstererschaffung handelt, sondern davon, die Menschheit auf ewig irreversibel zu verändern. Das heißt, nochmal darauf, die Leute kriegen es auch nicht mit, dass das, was sie da tun, vollkommen falsch ist. Das kommt auch durch das gesamte Spiel her sehr schön raus. Also da nochmal ein schöner Seitenschlag auf Sekten und was diese Spielemacher davon halten. Ja, dazu weitere Fragen? Ja. Also wieder eine Frage, ich habe das nicht gespielt. Also diese Religion ist letztendlich Begründung dafür, dass der Isaac rumläuft und die abschlachtet, die Monster. Also die Monster werden. Diese Sekte ist halt nebenbei entstanden, als die Necromorphs aufgetaucht sind und dieser Marker halt die Leute infiziert hat. Weil der macht, dass die Leute auch Halluzinationen bekommen und sonstiges. Also der Marker macht nicht die Leute zu den Necromorphs? Doch, auch. Der Marker ist sozusagen ein Virus, welches sich erstmal in die Köpfe der Menschen festsetzt und dann später, wenn die Menschen gestorben sind, die zu den Necromorphs macht. Ja, also das ist die Begründung dafür, warum sie es in Necromorphs geht. Genau. Okay. Ja. Die Religion selber ist um diesen Marker, also die Sekte selber ist um diesen Marker entstanden, aber es ist natürlich eigentlich nur die Auslöschung allen Lebens auf dem Planeten. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das wäre dann The Void. The Void handelt hierbei von einer Seele, die zwischen Tod und Leben gefangen ist. Man kommt halt an, weiß erstmal gar nicht, was Sache ist und kriegt so ein bisschen erklärt, dass das Lebenselixier in dieser Welt Farbe ist und dass jeder in dieser Welt nach dieser Farbe strebt. Zum Beispiel auch die Schwestern und die Brüder, die in dieser Welt leben, genau, weil ansonsten ist halt alles sehr farbentleert, wie das hier auch schön bei dem Cover dargestellt wird. Es ist sonst wirklich alles sehr dunkel gehalten und grau. Das Einzige, was in dieser Welt wirklich Licht gibt, ist Farbe. Hierbei sind auch die Brüder jeweils einer Schwester zugeteilt, weswegen die das auch nicht cool finden, dass man da auftaucht, weil man selber ist die einzige Person in dieser Welt, die nicht sprechen kann. Was natürlich in keinem anderen Spiel vorkommt. Und dann hat man halt hier einmal auf der Seite, das wäre viel zu viel, das jetzt alles durchzulesen. Ich habe es nur mal aufgezeigt, weil das sehr schön veranschaulicht war. Haben wir hier einmal auf der linken Seite die Brüder. Wie man sieht, wenn man zählen kann, es sind 10 Stück auf der einen Seite und 11 Schwestern auf der anderen. Weil Owl unten rechts ist halt noch hinzugekommen, als man selber in die Void geworfen wurde. Und ist
von dem Spiel, also im Spielverlauf als die Auserwählte bezeichnet, die dann halt noch kommen sollte, um aufzusteigen. Weil in dieser Welt geht es darum, wenn man die Farbe gesammelt hat, dass man eine der Schwestern oder auch sich selber aus diesem Todeszustand oder dieser Zwischenwelt halt hoch befördern kann. Ja. Und wenn man die dann hoch befördert, stirbt alles andere in dieser Welt. Das heißt, alle anderen Schwestern sterben und man muss sich dann halt eben zwischen diesen Personen entscheiden. Das Problem ist nur, man hat auch eine gewisse Art von Bindung und man muss wirklich überlegen, wem man hilft, weil die auch noch verschiedene Farben sammeln. Also zum Beispiel hat man hier, wenn man dann wirklich Ole die Schwester hat, sieht man am Anfang, hat sie noch so weit Fesseln. Je mehr Farbe man ihr gibt, desto befreiter wird sie. Sie sitzt am Anfang auf der Schaukel und, ja, diese Frauen sind nackt, am Ende schwingt sie auf der Schaukel. Ich finde, dass es in diesem Spiel auch eine gewisse Gegebenheit ist, die da sein muss, weil diese Nacktheit bezeichnet auch noch diese Freiheit, die diese Schwestern halt bekommen, um dann halt später aufzusteigen und wieder nackt ins Leben geworfen zu werden. Das finde ich dann halt dementsprechend eigentlich eine ganz gute Darstellung davon. Und zwischen diesen Darstellungen hat man demgegenüber auch noch die Brüder. Ist ein bisschen dunkel. Aber das könnten wir... Nein. Okay, auf jeden Fall die Brüder. Man sieht so eine gewisse Art von Umriss, dass da vorne ist zum Beispiel ein Grammophon-Anschluss und ein paar Beine hier unten und das andere so spinnenartige mechanische Beine. Die sind sehr stark zusammengesetzt. Es sieht aus wie aus Toy Story, wenn Andy versucht hat, mit den Puppen und einem anderen möglichen irgendwas zusammenzuwürfeln oder auch wie bei Silent Hill die Pyramid Heads. Es sind sehr unschöne Kreaturen, es sind sehr große Kreaturen und die muss man dann halt eben auch bekämpfen, weil sie nach und nach einem auf die Schliche kommen, dass man die Schwestern befreien möchte. Das wird dann halt eben auch noch versucht, durch die zu verhindern. So sieht die Karte aus in diesem Spiel. Die Schwestern können sich nicht frei bewegen im Gegensatz zu den Brüdern. Die sind in ihrer jeweiligen Kammer gefangen. Es gibt verschiedene Ansätze, wo Leute auch nochmal das hier alles verglichen haben mit eventuell Nervensträngen, so der letzte Nervenimpuls, der dann halt eben durch das Hirn geht, wenn man dann stirbt. Auf jeden Fall haben diese verschiedenen Kammern dann auch noch so Seitenkammern, in denen man noch weiter versuchen kann, den Schwestern eben Farbe zuzuflüstern oder eben sich selber. Ja, das dann halt dazu. Man sieht, jeder Schwester ist auch wirklich eine Kammer zugeteilt. Fragen dazu. Was ist das Spielprinzip? Das Spielprinzip ist wirklich eine Schwester oder sich selber dann halt am Ende aufsteigen zu lassen. Ich habe so Third-Person-mäßig eine eigene Spielfigur. Du hast genau. Lauf durch eine Welt, mehr oder weniger Open-World-mäßig. Mehr oder weniger Open-World-mäßig in diesen Kammern. Wo man, also man geht auf die Map, dann klickt man auf eine Kammer, landet in dieser Kammer, die dann halt nochmal gestaltet ist wie eine große oder kleine Höhle, je nachdem. Ja, und man ist halt eine, man weiß nicht, ob man eine Person ist oder ein Wesen, welches da durchgeht. Es wird nicht geklärt, was man eigentlich ist. Man weiß nur, dass man halb durchsichtig ist und dass man durch seinen Körper und durch seine Organe die Farbe filtern muss und kann. Ja. Was eben gerade gesagt, die Schwestern sind in ihren Kammern gefangen. Ja, also die können nicht da raus. Die und können gleichzeitig ist die Spielfigur aber eine der Schwestern, oder? Nein, die Spielfigur ist nicht genauer definiert. Die Brüder verwechseln sie mit einem Bruder, wodurch man dann halt später Probleme kriegt, als die Brüder bemerken, dass man kein Bruder ist, weil man ja stumm ist und weil man versucht, den Schwestern zu helfen, indem man sie befreit. Und ja, die Brüder können halt frei herumgehen in diesen Kammern. Die Schwestern selber sind daran gebunden, auch wenn sie Beine haben und dann irgendwann halt eventuell keine Fesseln mehr haben, sind sie halt an diese Kammern gebunden und können nur befreit werden, beziehungsweise dann halt eben daraus, wenn man sie hochschickt. Und ist es jetzt eher ein Action-Adventure? Absolut gar nicht. Also es ist...
Es ist, deswegen habe ich es mit reingenommen, weil es ist relativ, ja, ab von allem, was ich sonst so gespielt habe, es ist relativ ruhig. Man hat so ein, zwei Gegner, dann natürlich, keine Frage, die Brüder, die man am Ende kämpfen muss. Aber man... Okay, wie bekämpfe ich sie? Ich wollte gerade sagen, aber man kämpft mit der Farbe. Alles in dieser Welt. Das heißt, es ist, ich möchte dazu auch noch mal sagen, ich habe dieses Spiel nie selber durchgespielt, weil es sehr kompliziert ist, weil man sich die Farbe nämlich einteilen muss, weil wenn man einen Fehler macht, kann man halt nicht mehr eventuell die Schwester retten, die man retten wollte, weil man dann zu wenig Farbe von dieser Farbe hat. Oder dann eben sich nicht hochschicken, weil man dann generell zu wenig Farbe hat. Und ja, man muss definitiv überlegen, wie man das Spiel durchspielt. Deswegen habe ich das einen anderen Herren machen lassen und kann nur empfehlen, da möchte ich einmal ganz kurz rübergehen, kann nur empfehlen, sich das mal anzugucken, wenn man daran interessiert ist, weil der hat sehr schöne Kommentare dazu abgegeben und hat dieses Spiel auch wirklich mit allen Möglichkeiten durchgespielt. Das heißt, wenn man sich gefragt hat, was passiert, wenn ich diese Schwester wieder hochschicke, man hat zum Beispiel am Anfang eine, die ist direkt tot. Die wird von dem Bruder dann getötet, weil sie ja so ungehorsam ist. Selbst die kann man später nochmal wieder hochholen. Das ist die Schwester Tod nämlich, wird sie genannt. Ja? Ach so, okay. Ist die Schwester Tod nämlich und ja, man kann halt wirklich nochmal da alle Möglichkeiten sehen, auch wie das ist, wenn man sich selber halt hochschickt. Ja, was Religion natürlich angeht, fand ich dieses Spiel sehr schön, weil es sich nicht an irgendeine anlehnt, an irgendeine Idee davon, sondern so selber entwirft, wie das sein könnte. Natürlich hat man diese Art von Wiedergeburt mit dabei, das möchte ich gar nicht sagen, aber es wird vermieden, irgendwelche religiösen Symbole oder sonstigen Sachen damit reinzunehmen. Ja. Wenn du, so, was bringt dich denn dann dazu, das als Religion zu bezeichnen? Oder was, woran erkennst du, dass es in dem Spiel um irgendeine Religion geht, die du nicht wiedererkennst? Also ich habe das für mich so entschieden, weil man jetzt im Vergleich zu den anderen Spielen mit solchen Sachen konfrontiert wird. Ich selber habe an den Schwestern und an den Brüdern selber keine bestimmte Religion jetzt im Kopf gehabt oder irgendeine dazu gefunden, die dazu gepasst hätte, wo man das mit hätte reinnehmen können. Zusätzlich, klar, man ist auch keine Art von Messias, weil meiner Meinung nach hat man, wenn wir jetzt das im Christentum betrachten, man hat keine Anhänger, man ist alleine, man kann andere Leute befreien oder halt nur sich selber. Man hat nur die Möglichkeit, eine Person zu befreien und es wird halt auch so im Spiel nicht thematisiert, weil es ein sehr ruhiges Spiel ist, dass man irgendwie einen Satz hört, wie zum Beispiel, ja, unser Gott, bla, gar nichts in der Art. Falls die Antwort ausreicht. Ja, wir müssen da, glaube ich, nachher nochmal drüber diskutieren. Aber, gerne. Ich habe gesagt, ich... Nee, ich will es jetzt halt auch nicht ausatmen lassen, aber es ist halt so ein bisschen die Frage, du identifizierst jetzt da offensichtlich die Spielhandlung. Du erkennst für dich, als, dass es da um irgendetwas Religiöses geht. Ja, es geht halt um die Nachtodbewältigung. Ja. Genau. Ja. Achso, du machst es. Es kann ja auch sein, dass, ja. Dass wir irgendwo in Purgatory sind und die Dämonen die festhalten. Ja. Die Brüder. Und ja, die Seelen, die da gefangen sind, halt ihre Zeit sozusagen gefesselt überdenken müssen. Oder, ne? Ja, und dass die ja. Farben halt irgendwie die Gefühle sind. Und ja, also ich denke schon, weil das ist, die werden ja nachher dann erlöst. Dadurch, dass sie dann halt... Ja, das ist halt so genau die spannende Frage für mich. Woran erkennen wir jetzt als mal mehr, mal weniger gläubige Menschen, woran machen wir denn jetzt fest, dass es um eine Religion geht? Jetzt unabhängig davon, ob es um Computerspiel geht oder ob es um irgendeine Geschichte geht oder sowas, woran machen wir fest, da geht es um was Religiöses? Ich glaube, der Ansatz mit dem mit Tod ist da, mit dem Umgang mit dem genau. Tod ist da, glaube ich, schon... ganz spannend. Also ich denke mal, ich hatte es falsch verstanden. Also ist, warum ich es mit reingenommen habe bei Religion, war so in die Richtung. Oder?
Ich glaube, er möchte jetzt eine gewisse Parallele zu einer bestimmten Religion. Nee, gar nicht. Aber was, was muss ein Gedankengebäude aufweisen, um als Religion zu taugen? Oh, ich glaube, wieder eine andere Diskussionsebene. Es ist ein bisschen mehr Meta, definitiv, ja. Ja, deswegen will ich das jetzt auch nicht. Aber da können wir gerne nochmal drauf zurückkommen, weil ich fand dieses Spiel auch unglaublich interessant und da können wir gerne nochmal versuchen oder überlegen, inwieweit das da noch zu Religion dazugehört. Aber ja, ich hatte es reingenommen eben wegen dem Aspekt des Todes, weil ich das sehr interessant fand, eben diese Zwischenwelt, die definiert wird, in der man gefangen ist mit diesen Schwestern und eben diese Entscheidung und die Organisation, wen schickt man jetzt wieder ins Leben zurück und wen lässt man sterben, weil alles andere dann zugrunde geht. Gut, nach so einem eher düsteren Spiel kommen wir jetzt zu Medieval, was ich einfach mit reingenommen habe, weil es auch mit dem Tod eines gewissen Sir Daniel Fortescue zu tun hat, der sich im Nachleben nochmal beweisen muss. Das heißt, das gehört jetzt alles eher zu dem Nachtod bei mir persönlich. Es kam halt nichts mit Religion, es kommt kein Gott vor, der ihn irgendwie da wiedergeholt hat oder sonst was, sondern er muss halt wirklich persönlich für sich seine Schuld reinwaschen, dass er eben einen Pfeil durch seinen linken Augapfel ziemlich zum Anfang der Schlacht bekommen hat, gestorben ist und sein Land nicht verteidigen konnte, aber trotzdem Lobeshymnen auf ihn gesungen werden. Das heißt, der Zauberer Zarok kommt aber nochmal wieder, während er schon tot ist. Er erhebt sich aus seinem Grab und soll den Zauberer dann nochmal auf eine richtige und ehrliche Art und Weise besiegen und nicht durch irgendwie andere Leute. Ja, das wäre halt auch noch ein Spiel. Da habe ich auch nur eine Folie zu. Es ist auf jeden Fall sehr witzig, weil in dem zweiten Teil kann man nochmal als Kopf herumgehen. Das heißt, da wird es auch nochmal behandelt, wie man eigentlich mit dem Tod umgeht. Gut, dann zum zweiten in der etwas witzigeren Reihe, Grim Fandango. Da einfach nur mal kurz anreißen, dass Manuel Calavera im Department of Death arbeitet. Und ja, er ist gestorben. Es sind alle tot in dieser Welt. Und er arbeitet halt dafür, um ins Reich der ewigen Ruhe zu kommen. Und er arbeitet, um diese Reise bezahlen zu können, da er in seinem Leben natürlich nicht genügend gute Taten verbracht hat. Und den Weg zum Reich der ewigen Ruhe kann man zu Fuß, im Auto, im Schiff oder im Zug Nummer 9 antreten. Und die Fahrt dauert dann unterschiedlich lang. Es dauert ansonsten zu Fuß, im Auto Jahre, Jahrzehnte teilweise, Schiff Monate und im Zug Nummer 9 dauert es halt nur 4 Minuten, weswegen jeder gerne diese Tickets vom Zug Nummer 9 haben möchte. Und ja, der Chef von Manuel Calavera und sein neuer Kollege stecken halt mit dem Gauner Le Mans unter einer Decke und unterschlagen halt die Nummer 9 Tickets. Sieht auch so aus, das Spiel. Und die Aufgabe ist es natürlich dann, selber herauszufinden, wer da jetzt hintersteckt, weswegen die Tickets dann halt eben unterschlagen werden und wer das ganze Geld dafür bekommt. Und zum Beispiel der Böse möchte natürlich dann halt, weil er natürlich böse ist und keine guten Taten bekommt, möchte er natürlich trotzdem ins ewige Reich und ins Reich der ewigen Ruhe und darum geht es dann halt. Es ist also so eine Art Polit-Thriller-Afterlife. Dazu noch weitere Fragen? Ich fand es einfach nett, das mit reinzunehmen. Kurze Werbung für dieses Spiel. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ist nochmal remastered, gerade auf Steam zu erwerben. Das heißt, remastered, es ist immer noch diese Grafik, aber sie ist nicht mehr ganz so pixelig. Ja. Dann kommen wir zum nächsten. Das wäre dann auch eine lustige Sekte in Gothic. Das ist die Sekte im Sumpf. So, zu der Sekte im Sumpf. Die hat den Schläfer als Gott, einen geistigen Führer Iberion, den Guru Kor Kalom, der ist sozusagen der praktische Führer,
man bekommt, wenn man in diese Sekte geht, ein Willkommensgeschenk, Kraut, und zwar den schwarzen Weißen. Schwarzen Weißen, also ja, und es geht genau um dieses Kraut, weil die Sekte eben mit dem Gott kommuniziert durch Visionen und Träume. Und in dieser Sekte kann man halt Templer oder Auserwählter oder beides werden. Templer sind halt die Krieger in der Sekte, Auserwählte sind diejenigen, die Magie anwenden können. Und wenn man Glück hat und besonders toll mit dem Gott kommunizieren kann, kann man halt beides sein. Dazu noch einmal, möchte noch mal jemand eine Auffrischung über die Geschichte von Gothic, über die Handlung? Ich hab's nicht gespielt, ich kenn's nicht. Okay, also in Gothic hat man am Anfang einen Charakter, der in ein Tal geschmissen wird. In diesem Tal sind Minenarbeiter, die Erz abbauen sollten für den König, der das gesamte Land eigentlich unter seinen Fittichen hatte, hat dann eine Grube, Minengrube, dann halt eben ausheben lassen, hat da alle Gefangenen, Kriminellen hingesteckt und das dann durch Magier und eine riesige magische Barriere versiegeln lassen. Diese magische Barriere ist dann irgendwann halt kaputt gegangen, beziehungsweise hat sich ausgedehnt und der König hatte dann keine Kontrolle mehr. Das heißt, jetzt schickt der König, weil er ja trotzdem noch das Erz möchte, immer verschiedene Sachen an die Leute im Lager, die sich jetzt sozusagen ja selbst regulieren. Und dafür bekommen halt die Leute im Lager irgendwas von ihm, wie Frauen, Geld, was auch immer, Essen. Und da gibt's halt eben drei Lager. Einmal das neue Lager, dann das alte Lager. Wunderbare Namensgebung. Und die Sekte im Sumpf. Ja. Und die Sekte im Sumpf hat dann weiterhin diesen Schläfergott angebetet. Die sehen übrigens alle so aus. Das sind dann so die Gurus. Das ist auch die Ingame-Grafik. Aber das ist schon ganz nett. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Und hier hätten wir jetzt ein Video, wie der eine Let's Player dahin geht und die Anrufung von dem Schäfer stattfindet. Herzlich willkommen zurück bei Gothic 1. Herzlich willkommen zurück bei Gothic 1. In der letzten Folge haben wir den Altmann nach zurück zu Korkalon gebracht. Und es ist sehr spannend, denn jetzt soll die große Anrufung des Schläfers stattfinden. Dann hat sich schon auf dem Tempelplatz versammelt und wir werden jetzt teilnehmen. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um seine Macht zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten.
Genau. Also, wie man sieht, wurde der jetzt dann angerufen. Später kommt er dann auch und es ist halt eben nicht der Gott, der diese Leute aus der Barriere befreit, weil diese Barriere ja da ist, kommen die Leute nämlich nicht raus und die sind zwei Jahren da drin. Das heißt, einige sind dieser Sekte dann, was man auch erfährt, einfach nur beigetreten, um schnellstmöglich dann halt irgendwas zu verfolgen, um aus dieser Barriere rauszukommen oder halt eben um die Zeit dort mit dem Rauchen von verschiedenen Gräsern totzuschlagen. Ja, und am Ende stellt sich dann halt, wie gesagt, heraus, dass dieser Schläfer ein Dämon ist, der bekämpft werden muss, was man dann auch am Ende von diesem Spiel tut. Gut. Dazu noch weitere Fragen zu dieser lustigen kleinen Sekte? Okay. Dann machen wir jetzt weiter mit Devil May Cry. Und zwar Devil May Cry 4. Darauf möchte ich jetzt zuerst eingehen, weil es diesmal auch wieder Religion im Sinne vom Christentum und Kirchen behandelt. In Devil May Cry gibt es einen Erlöser, und zwar Spada, der zwei Söhne hat und der hat zu seiner Zeit eben die Horden der Hölle zurückgestoßen und das Tor zur Hölle versiegelt mit dem Blut einer Priesterin, die, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, seine Geliebte war. Und die beiden Söhne, die daraus entstanden sind, waren halt Dante und Virgil, die dann halt eben sein Blut auch noch in sich tragen, zwei Schwerter bekommen haben. Der eine hat sich zum Guten gewandt und will die Dämonen bekämpfen, der andere halt eher nicht und möchte das alles wieder mal aufleben lassen. In dem vierten Teil hat man dann Sancturio, der etwas andere Oberhaupt, also das etwas andere Oberhaupt einer Kirche. Der sieht am Anfang nicht so aus. Am Anfang ist auch alles noch soweit gut und es kommt nicht raus, dass irgendeiner der Oberhäupter halt dämonisches Blut in sich hat. Er jedoch verfolgt halt eben genau diesen Plan. Er möchte mit dem Schwert von dem einen Bruder, von dem Virgil, dann halt eben das Tor wieder öffnen. Dann noch mit dem Blut halt einen Erlöser wieder auf den Plan rufen, der dann halt eben mächtig ist und die Horden der Hölle zurückbringt, beziehungsweise zurückschickt, wodurch der Glaube der Menschen an diese Kirche gestärkt wird. Der Erlöser sieht dann halt so aus, den er dann erschafft. Er ist dann auch im Inneren davon, beziehungsweise seine Seele wird dann von ihm absorbiert. Und gegen den kämpft man dann am Ende. Der ist ziemlich riesig. Die ganzen Plattformen, die man da sieht, auf denen kann man halt stehen. Ja. Dann haben wir noch einmal die beiden, die in Devil May Cry vorkommen. Das rechts außen wäre dann Nero. Das ist der Hauptcharakter dieses Spiels. Links wäre Dante, der Hauptcharakter des dritten Teils. Und den habe ich einfach mal reingeschoppt, weil der würde sonst nie irgendwie mit den beiden auf einer Couch sitzen, weil das der böse Bruder ist, der sich nicht so gut versteht mit seinen anderen Verwandten. Wobei noch nicht ganz geklärt ist, ob Nero jetzt ein Bruder ist oder nicht. Er hat auf jeden Fall, wie man hier gut sehen kann, diesen rechten dämonischen Arm, in dem eben zwar das Blut fließt, weswegen er auch vom Orden halt aufgenommen wurde und dann für die Zwecke verwendet wird, bis er sich halt eben wehrt. Dann noch eine kleine Sache, diese gute Dame taucht im dritten Teil auf und heißt Mary. Ich fand, das war dann auch nochmal eine Anlehnung an das Christentum, die dann aber auch ihren Namen später ändert und verneint und dann lieber Lady heißen möchte. Ja. Ihre Aufgabe da war, halt auch Dämonen zu jagen im dritten Teil und ihren Vater zu stoppen, der mit Virgil gemeinsam halt alles aufleben lassen wollte. An Dämonen, also das Tor zur Hölle wieder öffnen wollte. Was sonst noch eine Frage? Meine Frage hätte sich auch nur darauf bezogen, was denn ihre Rolle ist. Also ob sie auch so eine Marienrolle einnimmt. Sie ist halt auch noch so mit dabei und versucht halt zu helfen und ist halt eben auch eine Kämpferin gegen die Dämonenhorden, gibt dann halt später eben Dante noch ihre Waffe, damit er dann halt das Böse bekämpft. Sie hat halt das Blut der Priesterin
auch noch in sich, genau. Der, wo früher dann halt mit dieses Höllentor versiegelt worden ist. Halt. So. Und ja, sie stammt halt von der Priesterin ab, weshalb der Vater von Mary auch nur die Mutter dann halt geehelicht hat, damit er halt seine bösen Machenschaften da. Dass er denen nachkommen kann im dritten Teil, genau, weil er halt mit Virgil versucht, das Höllentor wieder zu öffnen. Ja. Gut, dankeschön. Weitere Fragen dazu? Dann kommen wir jetzt zu einem anderen Spiel, und zwar zu God of War, das sich mit der griechischen Mythologie etwas auseinandersetzt. Ich habe es mit reingenommen, einfach weil es auch noch mit Mythologie und der sozusagen Religion der Griechen zu tun hat und weil es eine Adaption ist, wo ich es sehr, sehr interessant fand, dass man als einfacher Mensch Götter tötet. Also ich habe da, und das halt auf eine sehr fragwürdige Art und Weise. Solange es halt ergeben ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich zeige jetzt einfach mal diesen Ausschnitt. Zeus should have kept you where you belong. No matter how many gods fall, there will always be another to stand against you. They will fall as well. The death of Olympus means the death of us all. Then prepare for your death, Poseidon. So, da er natürlich Poseidon erledigt hat, steigen jetzt die Meere an. Nein, 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 das war Poseidon. Also Zeus besiegt er ganz am Ende, er fängt erstmal mit Poseidon an und arbeitet sich dann durch den gesamten Olymp durch. Genau, dann als zweiter kommt Hades. Wir können uns die Killsequenzen auch sparen. Ich wollte einfach nur mal damit zeigen, wie in verschiedenen Spielen auch damit umgegangen wird. Also in diesem Spiel auf jeden Fall auf äußerst brutalste Art und Weise. Und der Hauptcharakter, den man spielt, Kratos, interessiert sich auch absolut gar nicht dafür, was dann mit der Welt passieren könnte. Er möchte einfach nur alles in seiner Rache vernichten. Wie man nämlich in den vorhergehenden Teilen erfährt, hat er dann einem Gott gedient, nämlich dem Gott des Krieges, hat unter diesem Gott dann halt eben unwissend seine Familie mitgetötet und ist dann dementsprechend sauer geworden, hat den Gott des Krieges getötet, wurde dann kurzzeitig selber zum Gott, dann ist er wieder in Ungnade gefallen und jetzt möchte er halt den gesamten Olymp töten, was dann halt eben auch verschiedene Folgen mit sich zieht, zum Beispiel wenn er Hades tötet, geht dann halt die gesamte Unterwelt beziehungsweise alle Seelen aus der Unterwelt kommen dann halt eben auf die Erde, weil sie ja frei sind und nicht mehr in der Unterwelt gefangen sind. Wenn er Helios tötet, dann verdunkelt sich der Himmel und man hat keine Sonne mehr. Und ja, wenn er die Göttin des Lebens tötet, dann sind überall Plagen auf der Erde. Also und man nimmt halt die Kräfte der verschiedenen Götter auf. Fragen dazu, ja?
Worin endet das? Wäre das mit so einer Säkularisierungsbewegung irgendwie zu vergleichen? Mit einer Säkularisierungsbewegung? Also, dass halt eben das Ablehnen der Götter und das Vernichten der Götter quasi, also in der echten Welt, so. Mhm. Ob es damit, also irgendwie zu vergleichen, also worin endet das? Was passiert da mit der Welt? Die Welt geht unter. Also, er tötet auch noch Zeus und ja, er hat nur dann. Also es würde darauf hinauslaufen, dass die Welt endet. Das Witzige bei diesem Spiel ist eigentlich, dass ihm wirklich jeder sagt, hör auf damit, und er macht einfach weiter. Das heißt, in diesem Spiel hatte ich, während ich das gespielt hatte, nicht wirklich das Gefühl, dass es auf irgendeine höhere moralische Wertschätzung hinausgeht, also auf eine höhere Moral rausgeht. Also ich glaube nicht, dass das Spiel am Ende mit irgendwas überzeugen möchte, aber persönlich. Also die Hauptthese des Spiels wäre ja dann, dass man sich über die Welt ohne Götter nicht existieren kann. Ja, und theoretisch auch, dass ein Mensch gegen die Götter ankämpfen kann. Okay. Und selber sozusagen dann zum Gott wird. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob Kratos dann noch ein Mensch ist. Also es gibt ja auch in der griechischen Mythologie und dann der Kratos durch die Titanen und die Götter. Und in der griechischen Mythologie sind halt die Götter eben, sind halt sterblich wirklich. Auch im Können halt von Titanen erledigt werden, wahrscheinlich sogar auch von Menschen. Ja, erledigt dann auch noch die Titanen auch noch dazu. Also es gibt dann auch nochmal die Titanen. Titanen gibt es auch noch dabei, die versuchen dann halt auch noch den Olymp mit ihm zu stürzen, direkt am Anfang, wo Gaia dann halt runterfällt, und dann später kehrt er nochmal, die Unterwelt existiert halt noch, nur die Seelen sind frei, kehrt er nochmal in die Unterwelt zurück, um das Gleichgewicht zu stören, um Zeus dann halt vollends zu stürzen, und tötet dann halt auch noch den anderen Titan. Also es ist halt wirklich so die Menschheit, die sich über alle Götterkonzepte hinwegsetzt. Genau, Konzept. Also deswegen fand ich das Spiel auch relativ interessant mit reinzunehmen, weil es wirklich da mit gar nicht verhandelt. Also man spielt das Spiel auch und man hat nicht das Gefühl, dass Kratos in irgendeiner Art und Weise über seine Taten besonders stark nachdenkt, sondern er ist einfach dieser rachesüchtige Mensch, der mit äußerster Brutalität halt alle Götter tötet, bis zu dem Punkt, wo er dann halt eben durch Pandora an seine Tochter erinnert wird. Da merkt man zum ersten Mal, dass er wirklich irgendwo noch menschliche Züge hat. Das passiert dann auch am Ende vom Spiel, deswegen wollte ich halt nur noch mal als Beispiel mit reinnehmen, wie in verschiedenen Spielen das dargestellt wird, wie man gegen die Götter ankämpft oder auch nicht, oder halt besonders brutal. Weitere Fragen dazu? Nein? Okay. Ich finde es da so ein bisschen interessant, dass man die Götter bekämpft und besiegt und es dadurch die Kräfte bekommt, wenn man zum Beispiel dann eigentlich fast alle 0815 Rollenspiele denkt, wenn man dann Schrein von Gott betet zu denen, dass man dann für so ein temporären Buff bekommt. Genau. Und da tötet man einfach die Götter und hat konstant denen ihre wunderbaren Fähigkeiten, wie zum Beispiel auch Waffen. Oder halt eben, wenn man Helios tötet, mit seinem Kopf herumrennt, um Licht zu machen. Ja, man hat einen Taschenlampenkopf. Das fand ich auch äußerst interessant. Ja. Okay, dann weiter einmal kurz mit Fable 2. Was dort nämlich sehr interessant ist, ist, man hat einmal den Tempel des Schattens, in dem jeden Freitag eine Pokernacht stattfindet, in dem dann sich die Anhänger in jungfräulichem Hühnerblut baden. Und die haben auch ein wunderbares Punkt. Ja, es steht dann immer in diesen kleinen Kommentaren während des Ladebildschirms dabei und auch so. Und man kommt auch in diesen Tempel dann halt rein, indem man vor dem Tor 5 kleine Küken futtert. Und das ist ja sehr, sehr böse, und damit hat man seine Bösartigkeit bewiesen und kommt in diesen Tempel rein. Also auch so eine Art Sekte, wenn man es möchte, die Schatten halt anbeten. So, und das, wo der gute Herr vorsteht, ist das Opferrad. Da sieht man dann halt die verschiedenen Symbole, die dann dafür stehen, ob jemand halt mit Säure beschüttet wird. Dann da unten das Männlichkeits-Weiblichkeitssymbol ist dann halt eben
jemand, der dann als Mann ankommt und dann halt in eine Frau verwandelt wird oder auch wieder zurück. Ist alles schon passiert. Und man sammelt halt dadurch durch diese Opferung Punkte und je bösartiger, desto besser. Man kann halt in diesem Spiel auch heiraten. Und wenn man dann eben zu Mitternacht seine Frau opfert und dann noch ein paar Leute vom Tempel des Lichts, dann bekommt man eine tolle Waffe. Hat sich gelohnt. Hat sich definitiv gelohnt. Ja, soweit zum Tempel des Schattens. Dann Tempel des Lichts. Geht halt so ein bisschen um die Fruchtbarkeit, ist auch direkt an so einen Farmerort angelehnt, beziehungsweise liegt dann halt bei Oakvale, wo sehr viele Farmer und Bauern dann halt zu tun haben. Und da geht's halt um die goldene Eiche, die jedes Mal bewässert werden muss mit dem heiligen Quellwasser, was man dann halt eben auch mitbekommt. Die frönen halt nicht so dem Pokern und dem jungfräulichen Hühnerblut, sondern die leben im Zölibat. Und sie dürfen auch nicht töten und nicht kämpfen. Und ja, Geld bringt dann halt einem Punkte und Seelenheil. Also Kollekten ähnlich von früher, wenn man das so damit vergleichen möchte. Und das Witzige ist halt eben, dass aus diesem Tempel einer der Helden vorgeht, den man im Spielverlauf braucht. Man hat während dieses Spiels nämlich die Aufgabe, den Turmbau zu stürzen, den der böse, geflohene König halt gerade macht. Also den Turmbau sollte man dann versuchen, mit diesen drei anderen Helden zu stürzen oder zu verhindern. Dann gibt es halt einmal den Helden des Könnens, den Helden der Stärke und den Helden der Willenskraft. Und der Held der Stärke befindet sich halt eben in diesem Tempel, in diesem Lichttempel und ist eine Frau und ist relativ kräftig. Und wie dieses Spiel dann generell auch zu Religionen steht, beziehungsweise zu eben diesem Nicht-Kämpfen und lieber Geld und Abwarten, fand ich dann auch noch ganz interessant und habe da noch ein Video, welches wir am besten auch noch mal lieber so holen. Weil das ziemlich weit am Ende ist. Finde das heraus! Da sind wir uns wohl einig. Lage uralter Bücher, wie man leben soll. Nicht durch den Haupteingang gehen. Die Seelsmänner erwarten uns dort. Folgt mir, ich kenne noch einen Weg. Wie schön, dass ihr zurück seid. Ja. Das ist halt der Held der Stärke. Es war genauso wie immer. Törichte Männer erzählen anderen auf der Grundlage uralter Bücher, wie man leben soll. Klar, und was so alt ist, kann keinesfalls Weisheit erteilen. Hey, es geht hier nicht um Baupläne aus dem Alten Reich für Waffen, die Blitzstrahlen abfeuern. Wer dran glaubt, geht am Ende dafür drauf. Findet es heraus. Da sind wir uns wohl einig. Fassen wir uns kurz, wir haben viel zu tun. Ja, und durchweg in dem Spiel kommt es halt häufiger mal dann zu so einer Meinungsverschiedenheit oder eben Durchhämmer zu solchen Sprüchen wie zum Beispiel, weil ihr Vater gestorben ist, es hat mir nichts gebracht, dann in diesem Tempel zu sein, weil mein Vater ist trotzdem tot, hätte ich besser mal dagegen gekämpft und wäre nicht dann, hätte dann nicht halt einfach nur rumgestanden, dann hätte er vielleicht überlebt. Und damit wird man halt im Spiel konfrontiert, dass man eventuell nicht einfach nur beten soll und glauben soll, sondern lieber selber was in die Hand nehmen soll. Aber dazu gerade noch mal eine Frage. Das ist ja eigentlich, also so, zumindest das, was du da jetzt gezeigt hast, ist ja noch sehr dicht an der Art, wie in der realen Welt Religion stattfindet. Also was weiß ich, Bezugnahme auf alte Bücher oder sowas, während in den anderen Spielen ja generell, also war glaube ich bei quasi allen so, dass Aspekte der Religion tatsächlich sehr real da sind. Was weiß ich, Gott Poseidon wird irgendwie da niedergemetzelt oder man muss irgendwie durch die Welt marschieren und irgendwie Farbe sammeln. Ist das bei denen auch tatsächlich genau anders? Oder hat das auch
reale Aspekte, wenn ich es jetzt mache. Also in dieser Welt gibt es allerhöchstens halt diese Magie. Dann gibt es natürlich im Tempel des Lichts, wenn man da spendet, kriegt man halt auch nochmal Punkte für seinen Charakter, indem man dann halt eben besser ist, also netter Charakter ist oder ein schlechter Charakter ist. Kommt dann halt eben darauf an, ob man im Tempel der Schatten irgendwie opfert oder halt da im Tempel des Lichts spendet. Und ansonsten bekommt man dann halt, wenn man so und so viele Spenden dann halt im Tempel des Lichts gegeben hat, auch noch eine Waffe. Aber es ist nicht so, dass plötzlich irgendwo irgendein Gott auftaucht. Gott sich manifestiert. Nein. Oder, Nein. Ja? Die erste Teil, das ist der zweite. Ja. Der spielt ein paar Tage vorher. Und der Held, den man da reingespielt hat, der wird zu einer Art Legende und auch verehrt im zweiten Teil. Okay. Also der hat sozusagen das Heldentum auch neu definiert und. Ja, aber er ist nicht in dem Sinne. Der ist nicht direkt ein Gott, oder? Aber er wird auf jeden Fall verehrt. Ja. Gut, da ließen sich ja auch Parallelen zu unserer realen Religion wahrscheinlich ziehen. Ja, nur das mit dem alten Helden wird halt nicht so öffentlich getan, weil die Gilde für die Helden halt zerschlagen ist und mittlerweile in dieser Welt dann solche Tugenden wie eben dieses Können, Stärke, Willenskraft und so weiter auch nicht mehr vorkommen. Beziehungsweise auch nicht mehr so geheiligt werden. Nur noch dann halt eben Tempel des Lichts, der dann halt eben diese Fruchtbarkeit und das Gutsein und das Nichtkämpfen halt heiligt. Genau. Und ansonsten taucht da halt vom Tempel des Lichts kein Gott jetzt auf und kommt auf die Erde runter. Nur im Tempel des Schattens, da könnte man nur nochmal sagen, tauchen irgendwann halt Schatten auf, die einen dann bekämpfen. Aber so jetzt vom Guten her kriegt man nichts wirklich mit. Ja. Dann, wär's das jetzt auch? Wir haben es in anderthalb Stunden geschafft, würde ich sagen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen zumindest gefallen. Abschließende Frage könnte man vielleicht noch stellen, inwieweit ja, diese Religion in den Computerspielen euch ansprechen oder ob man sich da irgendwo ein bisschen wiederfindet, welcher man beitreten würde. Nur so als Idee. Ja, das wär's. Mal so eine generellere Frage. Es ist eigentlich in diesen Spielwelten aber trotzdem immer so, dass der Glaube an eine Religion eigentlich immer einem was bringt. Man kriegt dafür irgendwelche Buffs, man kriegt dafür Waffen, auch selbst, weil man selbst dafür seine Ehefrau opfern muss und die jungfräulichen Hühnerblut baden muss. Aber sie haben immer einen Effekt, und zwar einen spielerischen Mehrwert. Also es ist nicht so, ich habe mein Geld gespendet so und jetzt ist es weg. Ja, man kann denen folgen und kriegt was dafür. Alleine halt auch in Skyrim, wenn man sich das anguckt, dass sie dann halt in den Tempeln beten können und dann halt dahin gehen und dann noch dafür was bekommen. Oder dass dann halt eben die Götter direkt als Fähigkeiten dargestellt werden. Ja, also setzt ja immer so ziemlich alle Computerspiele schon diese Religionen als Effekt, als etwas, was einen Effekt hat. Was einen realen Hintergrund hat. Genau, wo es halt irgendeinen Kern gibt, der auf die Welt Einfluss hat. Also, wenn man jetzt Religionen auf unsere normalen Welt betrachtet, haben die halt nur dahingehend Effekt, dass Leute daran glauben und sich dementsprechend verhalten. Aber, oder halt die Leute glauben, dass man da irgendwie ein Wunder vor sich hat. Und da ist aber so, dass man hat einen spieltechnischen echten Effekt. So, man kriegt ein Schwert, man kriegt was weiß ich was. Oder gibt es da auch Ausnahmen? Also ist ja grundsätzlich eine eigentlich Religion positiv gegenübergestellte Haltung. Und man sagt, ja, ist gut. Weil es bringt ja was. Also, es hat einen Grund daran zu glauben, weil es hat ja einen Effekt. Aber das gibt es in der realen Welt auch, zum Beispiel. Ich wurde ja gefirmt, weil ich dafür Geld gekriegt habe. Also ich hab so getan, als würde ich das glauben, wie der Held in dem Film das macht, und dafür habe ich dann Geld gekriegt. Viel Geld. Deswegen hat sich das für mich real gelohnt, das so zu tun, als würde ich das glauben. Mama, du fängst das. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, bei Bastion ist es so, dass nur die Gegner stärker werden, wenn du Götzen einsetzt. Genau, da ist es dann halt sogar zum Nachteil.
Man hat Götzen, die dann halt bedeuten zum Beispiel, dass die Gegner explodieren, nachdem sie sterben, oder dass sie stärkeres Leben haben. Sowas gibt's halt auch. Also man hat auch in Spielen dann eben Nachteile, wenn man eventuell Götter anbetet. Oder man muss sie halt bekämpfen. Auch teilweise. Ja, aber das heißt schon, dass es sie gibt. So, also das heißt, wenn man sie bekämpfen kann, heißt es das. Ja, im Prinzip könnte man jetzt sozusagen nochmal auf meine Frage vom Anfang zurückgehen. Also wenn das denn jetzt tatsächlich da messbar real ist innerhalb der Spielewelt, kann man dann überhaupt noch von Religion sprechen? Das. Ja, das würde ich schon sagen, aber ich wollte trotzdem mal unterstellen, dass es keine Tendenz dazu gibt, dass in Computerspielen Religion als etwas Wahrhaftes oder der Glaube an Religion etwas ist. Aber wenn ich einmal ganz kurz, weil er meldet sich zurück, weil ich schon ganz Zeit. Also erstens glaube ich, dass das ein bisschen der Auswahl geschuldet ist. Also es gibt natürlich auch Spiele, wo zwar Religion porträtiert wird, ich denke so an die Bioshock-Reihe zum Beispiel, aber halt nicht als Spielelement auftaucht. Oder halt nur dadurch, dass halt Leute rumlaufen. Und dann gibt es natürlich auch Spiele, also zum Beispiel Gothic wäre irgendwie auch so ein Beispiel, wo zwar Religion eine große Rolle spielt und auch irgendwie hergenommen wird, um so Dinge wie Magie in der Welt zu erklären, aber eigentlich die Götter nicht, also da kann man halt nicht feststellen, ob die Götter jetzt real sind in dem Spiel oder nur als Begründung für die Existenz von Magie zum Beispiel hergeholt werden. Ja, also jetzt abgesehen von dem Schläfer gibt es dann aber in Gothic 2 schon diese Schreine, wo du Geld spenden kannst und dafür Buffs bekommst. Also es hat wieder einen realen Effekt. Also du hast einen direkten Mehrwert. Ich glaube, kannst du auch verflucht werden, als Strafe, weil du nicht genug gehuldigt hast. Aber es gibt halt schon einen Effekt. Die Götter treten jetzt nicht selbst auf. Ich weiß aber nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, dass Religion als was Positives, oder nein, ich würde nicht, etwas Wirksames. Ich würde nicht Absicht unterstellen wollen, dass da jetzt irgendwie Religion als was Positives dargestellt wird, sondern eher aus meiner Sicht ist das ja einfach ein gutes, etabliertes Vehikel, um Geschichten zu erzählen. Ja. So, also in dem Moment, wo du halt irgendwie da Götter hast, dann kannst du erstens auch irgendwie einen Mythenschatz von der realen Welt irgendwie zurückgreifen und den irgendwie verwursten. Und ja, ich weiß nicht, ob man da sozusagen jetzt, was du wahrscheinlich nicht meinst, aber so eine Agenda, dass irgendwie Propaganda in Spielen, Computerspielen für religiöse Gedanken stattfindet. Also das wäre schon eine differenzierte Auseinandersetzung mit Religion. Ja. Dass man sagt, okay, ich nutze diesen Glauben und manipuliere die Leute mit diesem Glauben, durch diesen Glauben. Mhm. Das halt als Spielprinzip oder als Story irgendwie zu nehmen. Das wäre schon eine differenziertere Auseinandersetzung mit Religion. Die ich nicht sage, dass es die nicht gibt, aber die ich jetzt so in den breiten Masse eigentlich weniger sehe. So was ich jetzt hier so präsentiert bekommen habe. Ich denke auch, dass es in erster Linie darum geht, um irgendetwas zu erklären und einen Bonus ins Spiel einzubringen. Ich glaube nicht, dass man einem Spieler wirklich sich in dem Moment religiöse Gedanken macht. Ich tippe darauf, dass das auch nur eine Alibi-Funktion ist, um dort ein Element einzufügen, das man sonst nicht anders erklären könnte. Genauso gut könnte man an der Stelle natürlich ein Automat aufstellen, indem man, was weiß ich, Coins einwerft und dann zieht man sich dann irgendwelche Bonuspunkte raus. Ja. Ja. Mit dem Agenda-mäßigen, da will ich mal in den Raum werfen, Black and White, wo es eigentlich, soweit ich mich noch erinnere, nur darum geht, sich zu entscheiden, ob man gut oder böse sein will. Ich wollte auch gerade sagen, es ist halt immer dieses spezielle Spielprinzip, immer genauso wie eigentlich überall, ob es jetzt ein Buch ist oder ein japanischer Anime oder irgendwelche, Konstantin oder so, du musst dich halt irgendwie für irgendeine Seite entscheiden, gut gegen böse, das ist halt dieses menschliche Urprinzip, würde ich mal so sagen. Ne? Geschickter Weg, irgendwie moralische Fragen aufzuladen. Ja, und wenn du jetzt darauf eingeht, auf deinen Grundgedanken Religion, wo die ja, ich bin jetzt Agnostiker, von daher, es gibt ja dieses Gott-Gen, was man gefunden hat oder so, und von daher ist dieser Gottglaube doch sehr
sehr menschlich und sehr verankert. Ne? Und deswegen ist klar, dass das genauso wie Jagen und wie Sammeln in Videospielen, ich muss ganz viel Zeug sammeln oder catch em all, irgendwie sehr menschlich ist. Und was mich jetzt von allen am meisten geschockt hat, wenn ich ehrlich bin, das God of War. Ich habe es selber nie gespielt, aber da sieht man dann halt auch ich habe jetzt nur das eine auch gesehen, halt wie die Meere gestiegen sind, was da halt nah am Programm ist, sehr, sehr aggressiv wohl ist und dass man dann halt auch direkt auf eine Reaktion kommt und der Hauptcharakter sich eigentlich seine eigene Hölle in dem Sinne schafft, weil er dann nachher alleine ist oder alles tot ist und da gibt es ja dann noch einen nächsten Mal. Ne? So, und ich denke, das ist dann halt auch wieder. Vielleicht, wenn da eine Moral irgendwo ist, töte deine Götter nicht oder so. Und wo Religion ist das Leben halt. Also ich weiß ja, wobei nicht, das ja bei Pardon auch nicht wirklich eine Idee ist, die jetzt irgendwie in diesem Spiel neu ist. Also ich habe jetzt nur Fantasy-Literatur als weiteres Beispiel für sowas. Also bei Terry Pratchett gibt es eine Geschichte, wo sich eben eine Bande von alten Helden auf den Weg macht, um den Göttern das Feuer zurückzubringen, das die Menschen vorher gestohlen haben. Ja, ja. Und das in Form einer kleinen explosiven Tonne machen. Und die auf den Götterberg hoch. Also es ist auf jeden Fall so der Kampf gegen die Götter, die der Menschheit, die es zulassen, dass der Menschheit irgendwie so vieles Böses passiert oder sowas, ist. Habe ich schon mehrmals so irgendwie gesehen. Mhm. Ja, was Peter sagte, also dass Religion oder halt dieses gesamte Konzept von Glauben und spirituellen Erfahrungen einen schönen Aufhänger bietet, für Computerspiele eine Story zu erzählen, klar, das ist ja abgehakt. Aber es ist ja genau die Frage, wie wird das dargestellt? Also wie präsentiert sich das und dass halt die Welt als schwarz und weiß, als gut und böse wahrgenommen wird, erscheint halt so, weil sie so dargestellt wird. Da sagt man, dass diese Religion gut ist und diese böse. Also es können ja auch Graustufen geben. Und das ist ja dann schon wieder eine differenziertere und damit auch komplexere Auseinandersetzung. Und da finde ich, also ist dieses halt schwarz-weiß-gut-böse eigentlich ziemlich langweilig und finde ich halt irgendwie wiederum gerade die Gothic-Sachen wesentlich spannend, weil zum einen kannst du halt begründen, okay, wir beten jetzt diesen Schläfer an, weil wir wissen nicht, was wir sonst tun sollen. Es gibt uns irgendwie eine Form von Hoffnung, dass wir hier rauskommen und dann aber das Arsch lecken, weil das Ding frisst uns eh nur alle auf in dem kleinen Gebiet, wo wir eingekesselt sind. Und das ist ja das, was es eigentlich so auch aus medienwissenschaftlicher Sicht zu analysieren gilt. Halt, wie wird es dargestellt? Dass es eine Motivation dafür gibt, dass man das aus Storytechnik machen sollte, kann, ist klar. Aber die Darstellung als gut und böse ist halt, weil es nur so dargestellt wird. Also das finde ich zumindest die spannenden Aspekte so dabei. Dazu dann noch direkt, weil ich da halt Parallelen sehe zu Dead Space, weil man hat halt auch keine Möglichkeit, sonst irgendwie mit diesem Marker umzugehen. Also die Menschen sind, um das nochmal eben kurz aufzurufen, sind halt auch unter diesem Aspekt gefangen und haben aus dieser Not heraus halt eben das, was für sie eigentlich Böses verursacht, hochgelobt und jetzt als Gottheit erschaffen und als Sekte erschaffen, als eine Möglichkeit, sie alle zusammenzubringen und dass sie mit dem Tod halt so umgehen, dass sie sagen, okay, nachdem ich tot bin, werde ich zu so einem Nekromorph. Und werde dann halt mit meinen Brüdern im Geiste vereint. Also das wäre halt auch nochmal so ein Aspekt, der bei im Spiel, der aufgegriffen wird, was nicht nur Gothic ist. Also es wird irgendwie, ich habe natürlich jetzt keine riesige Auswahl an Spielen gehabt, weil alleine über The Void, wenn man das wirklich mal ansprechen würde, könnte man wahrscheinlich auch noch länger was halten. Aber es gibt definitiv noch mehr Spiele, die das auch behandeln und auch nicht nur diesen schwarz-weiß Aspekt von Religion. Ja, es ist halt genau dann die Frage, wie kann auch der Spieler mit dieser Religion interagieren oder welche Bezug kann er dazu aufbauen, weil, also da hatte ich ja vorhin schon in Fallout 3, ein Spiel, was ich sehr gesuchtet habe, gibt es die Stadt Megatron, die ist um eine Atombombe herum gebaut, die nicht explodiert ist. So, und irgendwie hat sich aus einem verqueren Gedanken heraus eine Religion für diese Atombombe entwickelt, so denn dieses nuklearverseuchte Wasser trinken und diese Bombe anbeten. Und man wird dann im Verlauf des Spiels vor die Entscheidung gestellt, diese Bombe hochzujagen oder die gesamte Stadt auszulöschen oder es zu lassen. Also, das finde ich ja mega spannend. Ein Hoch auf Quick Save, dass man beides macht.
Ja. Ich bin eher nach Planet der Affen oder so ähnlich, ist glaube ich ein Film, der dieses Thema mal aufgegriffen hatte. Gab es da nicht auch irgendwie eine Zivilisation, die die Bombe angebetet hat? Ja, der erste Teil. Planet der Affen 2. Minute 20. Das sind alte Filme, Entschuldigung. Voll okay. Ein neueres Beispiel wäre zum Beispiel jetzt aus der Anime- und Manga-Welt hier Attack on Titan. Da gibt es zum Beispiel eine Sekte, die die Mauer anbetet, die die Leute vor den riesigen Titanen beschützt. Und sobald man der Mauer irgendwas antut oder sie auch wieder versucht zu reparieren, ist das ein Frevel und damit beleidigt man die Gottheit. Ja, was auch sehr witzig ist, weil die dann auch immer mehr Macht natürlich erlangt in dieser Welt. Ja. Auf jeden Fall interessant, das Thema fand ich halt auch und ich kann nochmal wärmstens The Void ans Herz legen, weil das nochmal zu sehr vielen Gedanken in die Richtung und auch halt zu philosophischen weiteren Fragen dazu einlädt, ja. Gut. Danke. Bitte.